Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom FM16. Wir haben in der letzten Folge am Ende nochmal, festgestellt, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen müssten. Was, warte, ich habe meinen Zettel noch hier. Einen Stürmer angeht, einen Flügelspieler und einen jungen ZM, den man vielleicht auch ausleihen könnte. Habe ich gefunden. Unglaublich, aber wahr. Und es ging sogar relativ schnell. Hab sie noch nicht fest verpflichtet, aber es ist wohl wenig, was dagegen spricht. Wir haben hier am 28. aufgehört, sind seitdem nur 2 Tage vergangen. So viel ist nämlich nicht passiert, aber ich habe bei Rom ein bisschen gestöbert. Und da Rom ja unser Partnerverein ist, könnten wir uns Ponce, Mazzitelli und Fridriani ausleihen. Hab für die drei gleich mal ein Angebot rausgeschickt und hoffe, dass sie es annehmen. Gut, bei Ponce zumindest haben noch ein paar andere nachgefragt. Gut, nur keinen. Der Mazzitelli hat noch ein Kaufangebot von Carpi. Das könnte auch, ja, fies werden eigentlich. Weil ich glaube, wenn, würde Rom dann auch eher Geld haben wollen. Und wenn die Spieler per Laie zu uns kommen, kriegt Rom ja nichts. Die bezahlen ja weiterhin das Gehalt, was dann richtig gut für uns ist. Und das ist vielleicht so ein bisschen genau das Problem, was wir haben könnten. Memoja ist übrigens wieder im Training drin und der Frediani, das ist ein LM, beziehungsweise offensiver Flügelspieler auf der linken Seite. Rechts müssen wir vielleicht auch noch was machen, je nachdem. Sieht auch relativ gut aus und hier sind wir momentan die einzigen mit dem aktuellen Angebot. Ich habe auch das Testspiel schon gemacht gegen Aston Villa, dazu komme ich gleich. Nocerino geht zu LA Galaxy, das haben wir glaube ich sogar noch mitbekommen. Und Rivier geht wohl zu Stade Brest in die Ligue 1 und nicht zu uns. Wäre auch einfach zu teuer wahrscheinlich. Ich habe nochmal nachgefragt. Sie hätten es mal angenommen, allerdings die Vertragsverhandlung ging schnell, den Bach runter. War einfach zu viel, weil er wollte, ich glaube, 35.000 und wir konnten maximal 17.000 bieten. Und deshalb und so. Auch bei Bowie habe ich nochmal angefragt von Juve, da wäre das allerdings mit Gehalt gewesen, deshalb hat sich das schnell erledigt und dann hatten wir das Freundschaftscup-Halbfinale gegen Aston Villa, das waren 2:2, das dann im Elfmeterschießen endete, dazu komme ich jetzt mal. Ich habe das Spiel komplett genutzt, ich habe mir so viele Szenen angeschaut, ich hatte halt auf, kurzzeitig komplettes Spiel, allerdings auch noch ein bisschen auf erweitert, also nicht nur Torszenen oder Highlights, was wir sonst haben, sondern richtig. Der hat im Elfmeterschießen 3 Jungs haben bei Aston Villa verschossen, bei uns 2. Also das waren richtig scheiß Elfmeterschießen. Die Tore waren nicht wirklich sehenswert. Die Statistiken sehen ganz gut aus. Ich habe mir schon viel angeschaut und habe versucht, die Taktik ein bisschen zu überarbeiten. Ich habe hier nämlich den Fokus aufs Kontern gelegt, nicht auf die Kontrolle. Das hat eigentlich sehr gut geklappt. Wir haben mit 2:0 geführt, dann ging es am Ende den Bach runter, weil, es war dann halt so ähnlich wie in der Hinrunde des letzten Jahres, wo wir halt so viele Spiele so gut gespielt haben, aber dann in den letzten Minuten war es einfach meistens scheiße, wie auch hier. Da haben wir dann einfach nach der 55. komplett abgeschaltet. Zuvor war das ein richtig gutes Spiel, hatten sogar, die besseren Torchancen gegen Aston Villa, die letztes Jahr übrigens 14. geworden sind. Und ja, die Elfmeter von uns waren scheiße und die anderen waren eigentlich auch scheiße von Aston Villa. Trotzdem hat Piacelli das echt gut gemacht, indem er halt 3 gehalten hat. Ich meine, hält's ja auch nicht einfach so. Aber ein bisschen muss noch gehen. Also, schauen wir mal. So, gab's sonst irgendwas? Habe ich eigentlich gesagt, das war's in der letzten Folge schon so, dass Bentivenia kam? Ich glaube schon, ne? Joy konnten wir nicht verpflichten, beziehungsweise werden wir auch nicht verpflichten können. Und mal schauen, Groningen ist jetzt übrigens unser Finalgegner, gleich morgen. Ich habe übrigens schon neue Trikots, die ich noch nicht ganz fertig gemacht habe, aber so werden wir dann auflaufen in der nächsten, beziehungsweise in der kommenden Saison. Sind die Grundfarben vom letzten Jahr, das Heimtrikot ist fast komplett gleich geblieben, nur halt mit Serie A jetzt hier auf dem Ärmel und nur noch dem einen Hauptsponsor, weil der andere ist ja weggefallen. Wollte ich auch ein bisschen realistisch halten. Das Trikot gefällt mir hier richtig nice, das Auswärtstrikot. Und das dritte Trikot bleibt rot, aber ein bisschen, schöner als zuvor. Das man nur so nebenbei. Werde ich, denke ich mal, noch die 3D-Trikots versuchen hinzukriegen. Und, bitte nicht. Wie denn? Wir haben doch gar keine Pflichtspiele. Fiamozzi, please. Was bildet er sich ein? Er wird bei uns spielen. Hat er nicht letztens noch ein Bild gehabt?
Du wirst auf jeden Fall spielen, keine Angst, keine Angst. Einen Keeper brauchen wir nicht. Und Carpis Angebot für Mazzitelli wurde akzeptiert. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn er nicht kommt. Am schlimmsten wäre es eigentlich bei Ponce. Aber wir können immer noch bei den anderen nachfragen. Also Sabria, nee, nicht Sabria, wie hieß er mal? Sarabria, oder? So ähnlich. Ach, ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall geht er gerade in echt gut ab. Werden wir wahrscheinlich gleich sehen. Sag mal her. Wo ist er? Paraguay müsste es gewesen sein. Paraguay. Ach, hier. Ach, Sanabria war es. Könnten wir auch natürlich noch machen, falls das mit Ponce nichts wird. Caprari ist wieder voll im Training. Das ist auch sehr schön. Also wir warten jetzt erstmal ab, bis diese drei kommen, beziehungsweise bis wir die halt bestätigen können. Kosten ja nichts, also nur gut für uns. Dann schauen wir mal, wie unser kompletter Kader so aussieht. So, das Spiel gegen Groningen nehmen wir natürlich komplett mit. Groningen hat sich jetzt durchgesetzt gegen Valladolid. Oh, Aston Villa 5-0 gegen Valladolid. Der Tibbling, der soll auch ganz gut sein, ne? Hier der Tibbling. ZM, LM, 2,5 Marktwert. Ja, zumindest ist dann echt viel Gutes über ihn. So, wir müssen natürlich ein bisschen umstellen. Haben noch keinen neuen. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde sagen, wir nehmen so einen Mix aus guten Spielern, also aus sehr guten Spielern und aus Spielern, die mal wieder ein bisschen was zeigen können. Von der Serie, gerade auch so die Jungs, die ein bisschen Matchpraxis noch brauchen. Caprari auch. Der dürfte dann aber nicht zu lange spielen. So, hier unten sind alle verletzt leider. Savelloni lasse ich mal. Memojai hat er erst gespielt, der braucht keine Matchpraxis. Und Milicevic kommt noch rein. Und Vitorini. Dann haben wir jetzt viele umgestellt, aber noch ein paar Jungs, die eben schon gespielt haben. Zum Beispiel Maximovic und Fiamozzi halt. Und natürlich Balotelli. So. Werde ich hier auch gleich wieder auf Kontern gehen. Momentan habe ich die Standardtaktik, also so wie sie, naja, halt am Anfang gemacht wurde. Was? Echt? Der ist so lange da bei Groningen, der Edwin? Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass die so lange einen Trainer haben. Ach, er war gar nicht. Na doch, klar. Legend. Hier werde ich auch wieder auf Kontern gehen. Also normalerweise standardmäßig ist hier Kontrolle in der Taktik drin, aber ich möchte es nochmal so probieren. Hier lasse ich das den Co-Trainer machen. Ist nicht der Co-Trainer. Okay, dann vielleicht auch lieber Zauri. So kontern und dann pusht euch. Will ich sehen, dass sie jetzt wieder gut spielen. So, auf anscheinend. Also ich hatte kurz, genau umfassend hatte ich nicht gesamtes Spiel und dann erweitern. Damit ich mir halt anschauen kann, wie sich die Jungs auf dem Feld bewegen. Die einzige wirklich große Problematik in dieser Taktik momentan ist, dass der RZM, also standardmäßig Brugmann, zu eng eigentlich auf dem Feld mit dem ZDM, also momentan Mocinic, hängt, also standardmäßig halt. Das ist, ja, das größte Problem. Weil ihr müsst euch mal vorstellen, hier ist ungefähr Brugmann und hier ist Mocinic. Das sind vielleicht, also jetzt von oben gesehen, 2 Meter. Die voneinander entfernt sind, das muss weiter auseinander sein. Ich weiß nicht, wie ich das am besten mache. Es könnte passieren, dass ich die Rolle umstelle, entweder jetzt bei Brugmann oder bei Mocinic. Weil Mocinic ist halt so, der kann genug am Ball. Der sollte jetzt nicht tiefer Sechser spielen oder so, weil das würde wahrscheinlich unserem Spielstil ein bisschen schaden, wenn wir dann eher einen Zerstörer haben, der seine spielerischen Fähigkeiten nicht ausspielen kann. Deshalb denke ich eher, dass ich Brugmann ein bisschen offensiver machen werde. Oder vielleicht auch 2 ZDMs nehme und ein Zehner. Das Problem ist halt, dass Maximovic ein sauguter ZM bisher war, also in diesem Testspiel. Das möchte ich dann auch nicht kaputt machen. Da ist er gleich mal. Worte, schön hoch auf Ciccone und wir führen 1-0. Sehr nice. Ich weiß gar nicht, ob wir hier Geld kriegen, wenn wir das Ding gewinnen, aber ich glaube nicht, weil wir haben ja schon Antrittsgage bekommen. Ja, aber sonst. Die Außenverteidigung, generell die Viererkette, fand ich, stand eigentlich ganz gut. Weil wir spielen ja hier mit einem, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber auf Englisch auf jeden Fall ein Cover, Innenverteidiger. Und ich habe erst einen Central Defender und dann halt Cover eingestellt. Das andere ist ein Ballplaying Defender und natürlich Defending, so wie wir das auch bei der anderen Taktik haben.
Das funktioniert meiner Meinung nach sehr gut, auch wenn ich jetzt gerade in diesem letzten Spiel zwei Gegentore kassiert habe. Das war ja halt genauso wie in der Hinrunde. Also wir haben es ja gesehen. Kann ja nicht so weitergehen. Wir müssen gleich aufpassen, dass wir Caprari, Punktmann und Maximovic schon raushauen, sobald es zu wenig wird. Genauso wie Fiamozzi. Ich gerade gar nicht weiß, ob wir nur dreimal wechseln dürfen oder unendlich. Ich denke mal bis zur 57. lasse ich sie noch drauf. Weil ich jetzt schon lieber Caprari runternehme. Dann kommt Solomon rein. Einfach nur wegen der Fitness. Ich meine, verpflichten können wir ihn eh nicht, weil er halt nicht EU-Ausländer, nicht Quatsch, nicht EU-Mitglied ist. So, jetzt mal komplett wechseln. Also, Calabria kommt rein für Fiamozzi. Dann die beiden ZMs werden ausgewechselt und das reicht dann eigentlich so. ZMs, wen nehmen wir denn da? Da haben wir momentan noch nicht allzu viel. Memojai kommt dann auf die Box-to-Box-Position. Und Mocinic möchte ich mal sehen, wie er sich ein bisschen offensiver anstellt. Momentan finden wir noch 1-0. Die Statistiken sind gut für uns. Haben das Spiel komplett unter Kontrolle. Was ein bisschen komisch ist, weil wir auf Kontern stehen. Aber es funktioniert sehr gut. Ich meine, wir hatten ja in unserer 4-2-3-1-Taktik auch des Öfteren dann in der Rückrunde Kontern. Und das hat dann immer sehr gut geklappt mit Ballbesitz. Sprich, generell eigentlich widersprüchlich mit dem Namen der Ausrichtung. Aber gut. So, wir haben nochmal einen Angriff. Wie gesagt, die 3D-Trikots werde ich, denke ich, mal noch machen. Das ist jetzt einfach mal so schnell auf. Na, knapp. So auf die Stelle gemacht. Vielleicht nochmal eine Flanke rein. Gab übrigens 2 Minuten Nachspielzeit. Wow, der war aber fies. Übrigens kann man mehr als dreimal auswechseln, das macht Groningen nicht gerade. Groningen ist sehr schlecht in Sachen Schussgenauigkeit, ne? Wir haben übrigens den Freundschaftscup gewonnen. Sehr schön. Das ist jetzt ein bisschen gut, weil die ersten Spiele, die haben mir nicht so wirklich gefallen. Jetzt mal abgesehen von dem Pescara U18-Spiel. Das kannst du nicht für voll nehmen. Jetzt hier bei diesem Freundschaftscup, das war schon überzeugend. Ciccone mit dem Ding. Wir gehen den Freundschaftscup, sehr schön. Statistiken, ja, gut, es waren ja nur 2 Spiele. Und wir kriegen kein Geld. Aber es ist vielleicht gut für die Moral, dass es jetzt ein bisschen hochgeht. So, wir haben August und wir holen uns Frediani von AS Rom links außen. Wäre gar nicht mal so teuer vom Gehalt her, aber von der Ablöse her wahrscheinlich richtig. Damit haben wir jetzt einen linken Flügel. So, was machen wir jetzt hier noch? Hier ist Genua. Das heißt, hier sollten wir nochmal Verteidigung trainieren. Und hier am besten nochmal die Taktik dann aber sehr hoch. Und hier nehmen wir einfach mal das Teambuilding. So, dann haben wir links außen. Jetzt noch Ponze und der ZM bitte. Hier nehmen wir wie immer das Maximum. Nee, Vitorini werden wir nicht ausleihen. Beziehungsweise verleihen, das macht keinen Sinn. Aha. Maggiorini geht zu Young Boys Bern. Den hatten wir auch noch kurzzeitig auf unserer Shortlist. Kann jetzt natürlich weg. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das was mit. Ist der mit dem. Okay, da fehlt ein H. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das mit Ponce was wird. Weil da ja auch kein dran interessiert ist. Logisch gesehen würde Rom das gut machen, wenn sie ihn zu uns ausleihen. Weil gleiche Liga. Einfach nur. Gleiches Land. Besser halt, um sich einzugewöhnen. Aber mal schauen, nach welcher Logik sie gehen. Okay, Rivière geht zu Brest, haben wir eben schon gesehen. Brauchen kein Keeper. Müssen noch die 9 jetzt registrieren. Dürfen übrigens maximal
25 Spieler haben, müssen auch aufpassen wegen den Homegrown-Spieler. Schade. Das ist jetzt echt schade. Ponce geht zu Caen in die französische Liga. Dann holen wir uns jetzt den anderen Kollegen von Rom. Hoffentlich geben die uns den jetzt, den Sanabria. Aber ich wüsste nicht, warum nicht. Ach komm, nee, ich will kein Geld dafür bezahlen. Scheiß Caen. Kann aber nicht so gut kompletter Stürmer spielen wie Ponce. Das konnte er nämlich viel besser. Das gefällt mir jetzt mal überhaupt nicht. Scheiße. Dann gucken wir nochmal nach, ob's. Was? Barry? Wow. Ob's einen Stürmer gibt, der uns zusagen könnte. Sivkovic, wow. Zur Laie, ja. Okay, wie viel wollte er haben? Ich meine, Ajax hat ja mit uns schon Geschäfte gemacht. Oh, das ist wenig. 2400 die Woche, das würde locker klar gehen. Ich weiß nicht, ob er kompletter Stürmer spielen kann. Ich werde einfach mal ein Angebot rausschicken. Der Scouting-Bericht dürfte auch gleich kommen. Der Chelly ist auch ein guter, aber kann kein kompletter Stürmer. War ein Targetman eigentlich, ne? Ja. Sonst. Acosta dürfte auch ein großer gewesen sein, oder? Nee. Aber ich glaube, er spielt nicht bei Villarreal unbedingt die Position, die wir brauchen. Sonst, ja. Schwer. So von den Namen zumindest her. War ausgeliehen an Westerlo. Einfach mal scouten. Ich meine, Lapadula ist ja so oder so gesetzt, von daher hat es jetzt nicht die größte aller großen Dringlichkeiten, aber es wäre schon schön, wenn er dann wenigstens mal einen guten Backup hat. Ich meine, Ford ist ja auch noch da. So, also, dann zeigt mal, kann er das denn kompletter. Oh, er kann es sogar sehr gut. Ist da noch jemand interessiert? Scheiß Groningen, geht weg, bitte. Also, wir haben schon ein Angebot rausgeschickt. Wir sind momentan die einzigen mit dem aktuellen Angebot, also. Ajax, please. Ich meine, wir haben Riedewald ein bisschen gepusht, also jetzt könnte er uns auch Sivkovic geben. Das wäre doch sehr nice. Was macht eigentlich der andere Sivkovic? Ich glaube, ich habe letztens gelesen, dass der, also, huch, hier im FM bei uns, zu Juve ist. Sivkovic, Andrija war es, genau. Ja, ist zu Juve. Für wie viel? 550.000. Krass, das ist das Schnäppchen. Ah, Mazzitelli geht auch zu Carpi, das heißt, es wird nichts mit den AS Rom leiden. Acosta. Ja, aber auch kein kompletter Stürmer. Ja, Sivkovic, das wäre jetzt schon echt gut. Ambrose wird uns angeboten von City. Kann auch Stürmer spielen. 19 Jahre alt, Franzose. Ciccone werden wir bestimmt nicht verleihen. Und hier sieht der Scouting-Bericht echt nicht so gut aus und kann nämlich auch nicht kompletter Stürmer spielen. Okay, der geht auch runter von der Liste. Die Rückennummern machen wir jetzt mal. Da würde ich eigentlich jetzt gerne erstmal alle Nummern löschen. Wir haben keinen, der sich eine Nummer wünscht. Pagliarelli wird die neue Nummer 1. Die Nummer 31 für den zweiten Keeper kriegt Savelloni. Lapadula kriegt die 9, weil er Stürmer ist. Forte kriegt erstmal die 16 als zweiter Stürmer. Caprari bleibt bei der 7. Wobei hat er die 7 gehabt? Ich weiß es nicht, ich mach's auch noch lieber so. Warte mal, wer hatte hier denn was? Also Piacetti kriegt die 1. Kur hatte die 7, gut. Und 17 war Caprari. Okay. Dann muss ich mir das so schnell anschauen. Dann machen wir es genauso, wie wir das bei den beiden Flügelspielern hatten. Also Kur kriegt die 7 und Caprari die 17. Dann haben wir noch Savelloni 31. Hinten nehmen wir dann die klassischen Zahlen für unsere Innenverteidiger mit Izzo, der die 5 bekommt. Und die 3 kriegt dann Jovanovic. Außenverteidiger kriegt Fiamozzi die 2 und Di Marco kriegt die 22. Calabria kriegt die 33.
Marcinic die 6. Bentivenir kriegt eine 27. Wobei 37. Ich glaube, die hat er auch in echt gehabt letztens. Frediani, puh, keine Ahnung. Wer möchte denn die 10 haben? Ist auch irgendwie ungewöhnlich, dass kein Spieler irgendwie eine Wunschnummer hat bei uns. Mojai kriegt die 8. Bruckmann hatte die 16. Gut, dann kriegt er die. Dann kriegt Forte die 18 und Milicevic kriegt die 14. Gaston Silva kriegt die 30. Hinten haben wir noch ein paar. Schade, dass die 4 nicht mehr vergebbar ist. Nehmen wir die 25. Maximovic kriegt die 10. Der ist mein 10er jetzt. Und hier 35. Soparic kriegt die 38. 28 dann für Fornasir. Mitrica kriegt die 11. Und dann haben wir noch Frediani, der kriegt mal die 21. Nummern sind vergeben. Livorno ist jetzt auch gleich unser Testspielgegner. So haben sich die Nummern jetzt geändert. Also Lapadula kriegt jetzt die 9, hatte vorher die 20. Memojai kriegt die 1 weg und hat jetzt nur noch die 8. Passt, denke ich mal so. Gut. Zeig mal, wie sieht denn der Ambrose aus? Geht aber ein bisschen besser mit dem Scout, ne? Man sieht ja gar nichts. Also bitte. Uns werden irgendwie nur Keeper angeboten, ne? Svezzandi würde ich übrigens nur ausleihen, wenn man das Gehalt übernehmen würde. Ach man, wer pennt denn da schon wieder rum von den Scouts? Das geht deutlich besser. Und ich möchte jetzt endlich mal irgendwie Meldung haben von Ajax, bitte. Danke. Das ist ein richtig guter Transfer, aber Ajax scheint uns zu mögen, wenn die halt so gute Talente zu uns ausleihen. Ich meine, Zivkovic ist ja kein schlechter, ist ja ein sehr großer Name eigentlich jetzt gerade so an Talent, ja, so vom Talent her zumindestens. Ich glaube, der könnte echt gut werden, wenn er da ordentlich Lapadula Druck macht. Vor allem, weil er halt diese komplette Stürmerrolle sehr gut kann. Als Angreifer auch, ja, genauso gut. Das ist sehr nice. Und jetzt schauen wir nochmal nach einem ZM. Dann haben wir eigentlich alles fertig. Da werde ich nochmal bei Rom nachschauen. Die haben momentan keinen Kapitän. Ja klar, Totti ist ja gegangen, über der Ede Rossi dann wahrscheinlich. So, haben sie noch einen ZM auf der Liste? Okay, auf Wunsch ist er drauf. Cicciretti. Ja, das ist ein Zehner, das braucht man nicht. Haben die keine ZMs irgendwie? Wunschliste von zwei Clubs? Eher nicht. Also hier in der ersten Mannschaft sieht es eher nicht so aus, da haben sie eher nur Zehner. Wie sieht es denn dann in der zweiten, in der U20 aus? Pepin, okay. Sieht doch interessant aus. Interessante Werte jetzt so vom ersten Scout-Bericht. Kriegt man den noch kostenlos? Sehr schön. Dann soll er zu uns kommen. Der dürfte ja, auch wenn jetzt hier. Ach du Scheiße. Äquatorialguinea, Guinea, okay. Ah, dürfte ja italienisch als. Okay, Spanisch geht auch. Esteban Becker. Na gut, aber wäre schon ein guter Transfer, glaube ich, wenn der kommen würde. Eieiei. Na gut, das ist nicht so schlimm. Kur braucht noch ein bisschen. Ascoli und Trapani haben übrigens auch ein Angebot für Pepin abgeschickt. Auch ein Leihangebot. Co. Ja, Sivkovic möchte ich nämlich auch gleich sehen. Dankeschön. Und Sivkovic kriegt dann jetzt die. Was wollen wir ihm geben? Er kriegt die 15. Braucht man ein richtig geiles Talent, damit da die 40 weggeht. Calabria geht in Ordnung.
die Marco auch. Izzo. Ich möchte lieber Izzo und Jovanovic sehen, die höchstwahrscheinlich unsere Stamminnenverteidigung bilden werden. Savoloni lasse ich mal spielen wegen der Matchpraxis und Caprari werde ich auf der rechten Seite spielen lassen wegen der Matchpraxis. So, Livorno. Sind ja auch aufgestiegen, ist also ein sehr, sehr wichtiges Spiel jetzt für uns, um zu wissen, ob wir ja, vielleicht sehr gut bestehen können oder ob es eng wird dann in der Serie A. Okay, spielen genauso wie in der Liga letztes Jahr. Da haben wir die beiden Stürmer nicht gedeckt, als es gut lief, sondern nur ins harte Tackling genommen plus Weakfoot. Und dann die Außenverteidiger, soweit ich weiß, nur. Dann zeigt mal her, wie das jetzt so läuft. Ich erwarte natürlich einen Sieg. Ja, es wird okay. Läuft ja schon mal gut. Dann schauen wir mal, ob das jetzt nice wird. Oder eben nicht. Ansonsten. Ich überlege gerade, ob ich dann jetzt. Beziehungsweise was ich jetzt mit meinen Innenverteidigern mache. Also Jovanovic und Izzo sollen jetzt gesetzt sein. Die haben jetzt auch die Vorbereitung oft gespielt. Dann habe ich jetzt noch Vitorini, noch Fornasier und Campagnaro. Das sind zwei zu viel. Oh, Caprari hat. Aua, das ist nicht schön. Knöchel verstaucht. Muss er sofort raus. Da kommt Ciccone auf der rechten Seite rein. Bloß keine größere Verletzung riskieren in der Vorbereitung. Hier übrigens gerade ganz bewusst wieder auf Kontrolle gegangen. Wenn das jetzt nämlich nicht gut geht, dann werde ich bei der Taktik standardmäßig auf Kontern gehen. Stats sind bisher auf unserer Seite, aber halt keine Tore. Das mit den Kopfbällen, das ist auch so eine Sache. Wir hatten ja in der letzten Saison in der Serie B prozentual gesehen die schlechtesten Kopfballduelle. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Fragt sich nur, wie wir das machen. Option 1 wäre natürlich einfach ganz klassisch das Trainieren lassen, sprich den Fokus aufs Kopfballspiel und auf die Sprunghöhe zu setzen. Option 2 wäre die Taktik umzustellen, was mir jetzt nicht so lieb wäre. Und Option 3 wäre, naja, eher die Umstellung der Aufstellung. Also eher auf kopfballstärkere Spieler setzen, als auf die, die halt nicht so kopfballstark sind. Sagen wir mal sowas wie Caprari oder so. Aber der kommt schön rein und Sivkovic leider kein Tor. War die erste richtig gute Chance nach 49 Minuten. Auf den Außen müssen wir jetzt mal überlegen. Also wir haben rechts haben wir Kur und Ciccone, die das sehr gut können. Bentivenia kann das auch sehr gut. Links haben wir dann Caprari, Mitrica. Den Frediani, der jetzt gerade spielt. Und dann halt natürlich auch Ciccone und Bentivenia. Ich glaube, auf den Außen müssen wir nichts mehr machen. Ich bin mir aber im zentralen Mittelfeld noch nicht so sicher. Ich werde gleich mal auf die Kadertiefe schauen. Jetzt erstmal Maicon. Jungs, bitte kein Gegentor. Oh, schöner Pass. Dann leider doch ein Gegentor, aber es war ein starker Schuss. Aber abseits, okay. Dann ist okay, dass der Ball da so durchkommt. Und ansonsten hätte es mich dann schwer sehr abgefuckt, weil wir haben ja einen, der extra auf die Deckung geht. Und wenn es dann, ja, so, wenn dann so ein Gegentor bei rauskommt, dann ist das natürlich gefailt in diesem Sinne. Da ist wieder Vantaggiato, der gerade das Ding gemacht hat, wo er allerdings im Abseits stand. Livorno wird jetzt stärker. Das war jetzt gerade sehr doof gemacht von unseren Jungs und da ist jetzt nun wirklich das Gegentor da. Ja, das war jetzt saudumm, weil vier Leute gerade auf einen Mann gegangen sind. Ich glaube, da sollten wir dann doch lieber auf Kontern gehen, wenn die Jungs anscheinend hier mit dieser Kontrolle, indem sie den Ball schnell zurückholen sollen, ein bisschen zu überfordert sind.
Lass mich aufschreiben, was wir jetzt gerade so noch im Kopf haben. Sprich die Kopfbälle und die Zweikämpfe plus halt die Kontertaktik oder halt eben auf Kontrolle. Also hier zu verlieren wäre dann natürlich wieder ein kleiner Rückschritt. Wir haben jetzt noch das Spiel gegen Martina. Und dann haben wir das schon, das erste Ligaspiel gegen Genua. Kommt noch wenigstens ein Ausgleich hier. Ah, schade. War eine sehr gute Idee, Sivkovic. Da sau gut eigentlich nachgedacht und nicht aus der Drehung geschossen, sondern nach unten gelegt auf Calabria, der dann leider keinen guten Abschluss hat. Was leider verständlich ist als Rechtsverteidiger. Wobei, wenn man sich die Marco anschaut mit seinen 12 Abschluss. Aber schade, es hätte ja der Ausgleich sein müssen. Chancen waren auf jeden Fall auf unserer Seite da. Das Problem ist, die Tore sind nur auf der Seite von Livorno. Dann werde ich standardmäßig auf Kontern gehen. Einfach nur aufgrund der Ergebnisse und aufgrund der Spielweise, die mir deutlich besser gefallen hat. Gut, ich habe jetzt hier nicht so viel gesehen wie unter Kontern, weil ich habe mir das Aston Villa-Spiel ja sehr genau angeschaut. Die konnte ich mir jetzt nicht genau anschauen. Werde ich vielleicht noch machen. Höchstwahrscheinlich sogar. Jetzt haben wir die Vorno. Die werden ja wohl nicht noch das 2:0 machen. Mal die Nolfi, der auf der linken Seite ganz schön frei ist. Dann aber gut gemacht von Ciccone und Brugmann. Da steht aber Calabria auch ganz schön weit weg. Der ist da ziemlich in die Mitte gezogen. Es ist erstmal nicht schlecht, dass die Außen mithelfen, aber ja, gerade so in den Schlussphasen, ne? Hm. Naja, Niederlage also. Geht natürlich schöner. Das war natürlich scheiße. Ist noch viel Luft nach oben. Auch wenn die Stats gut waren. Caprari, 3 bis 4 Wochen. Eieiei. Gut, dass wir gerade noch einen verpflichtet haben. Für die linke Außenseite. Caprari jetzt schon die 2. Verletzung in der Vorbereitung. Dieses Mal länger, aber nicht schön. Überhaupt nicht schön. Ach doch, wir haben noch ein Testspiel gegen Foggia, haben wir noch eins. Nee, ist italienischer Pokal. Kein Testspiel. Kein Testspiel, nein, nein, nein. Danach haben wir noch eins. Das ist dann aber das gegen Martina. Okay. Ambrose, jetzt bitte was? Alter. Wer ist denn unser Scout gerade in England? Der wird gleich gefeuert, wenn er so weitermacht. Die, ja, sieht gut aus hier so von den physischen Sets, aber Technik und mental ist auch einfach viel zu weit auseinander. Nein, Ciccone wird nicht ausgeliehen. Dann nehmen wir auch gleich komplett Abstand von unsere U18. Wird hoffentlich auch wieder eine gute Saison haben. Letztes Jahr Platz 3 war es, glaube ich. Jetzt nach dem Umbruch wird es natürlich ein bisschen schwerer. Sehr viele Spieler haben den Verein verlassen. Und ein paar sind halt dazugekommen. Mal schauen auch, wie das mit Mancuso und Lusi läuft. So nach meinem Wunsch werden die halt für die nächsten, sagen wir mal, 20 Jahre die perfekte Flügelzange sein für Pescara, weil ich glaube, das wird auch noch ein Wunschtraum sein. Ah, Nicolo Barella ist zur Ausleihe verfügbar. Dürfte sogar besser als Pepin sein. Was? Er hat Sprunghöhe 1? Das kannst du nicht. Nein, das kannst du nicht bringen.
Selbst ich hab Sprunghöhe 3 oder so wahrscheinlich. Wer hat denn Sprunghöhe fucking 1? Und dann auch auf so einer Position, wo du es eigentlich brauchst. Ich könnte es als Linksaußen oder so verstehen. Aber im ZM, da kommst du halt schon mal so ein Kopfballduell. Holy shit. Ja, Technik ist ein bisschen besser. Dribbling ist Pepin besser. Determination ist Pepin auch deutlich besser. Ich bleib mal bei Pepin. Gefällt mir besser und vor allem Sprunge. Holy shit. Weil unser ZM ist ja eigentlich schon dann mehr so defensiv. Warte, hatte gerade einer von Barca den. Wow. Wohin? Luis Enrique ist jetzt Trainer von Spanien und Barca hat noch keinen. Barca, hier, hallo. Nee, natürlich nicht. So, wer ist auch so verletzt? Campagnaro, 7 Tage noch. Zuparic, 5 Tage noch. Und Caprari, 4 Wochen. Ist aber auch ein Trainerbeben immer nach der EM, das ist unglaublich. Bin mal gespannt, ob das denn dieses Jahr im Sommer, beziehungsweise nach dem Sommer auch so ist. Wir holen uns natürlich übrigens Barella, wenn das jetzt mit Pepin nichts wird, weil Trapani und Ascoli sind natürlich auch noch da. Das sind momentan die Spieler, die im letzten Vertragsjahr sind. Da werden wir erstmal nichts machen, warten ab bis zum, ja, Anfang Dezember, Ende November. Jetzt nicht irgendwie so interessante Spieler bei Rom, die zur Leihe verfügbar sind. Oliver Buff. Der war mal bei FIFA richtig nice. Schon 160 Spiele knapp für Zürich. Aber gut, wir haben kein Geld mehr. Wir haben jetzt nur noch 2,5 Millionen. Die möchte ich gerne auch sparen. Costanzo. Weil unsere Finanzen, wir haben immer noch 9 Millionen Schulden. Da werden zwar nur monatlich 150.000, waren es glaube ich, abbezahlt. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn man die früher tilgen könnte. Was haben wir so von unseren Co's? Geschwindigkeit. Maximovic, nein. Gaston Silva, ja. Ausdauer Bentivenia, ja. Nein. Nee, nee, nee. Und der Rest auch nicht. Wer ist hochbegabter Spieler? Wusste ich auch. Und der Rest ist Mist. Braucht man nicht. So, siehst du, die Taktik wollte ich umstellen. Gehen wir jetzt auf Kontern. Gerade jetzt, wo wir natürlich Taktiktraining haben. Oh, Bänderriss im Knie. Autsch. Oh, Scheiße. Scheiße. 2 bis 3 Monate. Brauchen wir vielleicht doch noch ein DM? Weil jetzt ist Mocinic da alleine. Oh, hört mal auf, sie euch alle zu verletzen. Lato, Armfraktur. Hat sich Valencia eigentlich jetzt schon einen guten Linksverteidiger geholt? Danilo, das ist der ZDM, den haben sie per Kaufoption geholt. Mandi ist Innenverteidiger, die haben De La Beja geholt von Sociedad. Für wie viel denn? 5 Millionen. Oh, da hat Sociedad aber einen guten Deal eigentlich gemacht. Warum hat der eigentlich kein Bild? Gut. Ich würde sagen, nach dem Pokalspiel machen wir erstmal wieder Schluss. Oder wie lange nehmen wir auf? Ja, sollten wir. Sollte nur mal Pepin kommen, dann ist das wieder schön. Unser Jugendabteilungsleiter hat ein Angebot für ein anderes Talent abgegeben. Okay, könnte nice sein. 18 und schon 60 Spiele für seinen Verein abgeliefert. Rechts außen ist er. Vielleicht nehmen sie es ja an. So, sieht's bei Ambrose jetzt ein bisschen besser aus. Ja, falsche 9. Okay, Knipser. Ich kann nicht kompletter Stürmer.
Das war's so mal. 500.000 bis 1,1 Millionen. Ich tendiere momentan eher so zu nein. Immer noch nichts von Rom für Pepin. Pressekonferenz lassen wir mal stecken. Ich weiß nicht, ob Rom vielleicht denkt, dass der noch ein bisschen zu früh für ihn kommt. Ansonsten haben wir halt den Ligenvorteil gegenüber den anderen drei. Aber gut, so, was gibt's hier in der ersten Runde? Cagliari setzt sich durch gegen Salernitana und Genoa setzt sich durch gegen Empoli. Und wir holen uns Pepin, den ZM von Rom. Sehr schön. Dann sollte das jetzt eigentlich fertig sein, alles. So von der Kaderplanung. Ah, hier sehr schön. 1,6 ist ein bisschen viel. Beratergebühr, da gehen wir mal hoch auf 5.500. Handgeld 5.000, machen 4-Jahres-Vertrag. Keine Gehaltssteigerung, Abstiegsklausel 0. Und Freikaufklausel kriegst du 22,5. Nimmst dann, das ist sehr schön. Vielleicht ist er ja ein richtig, richtig guter, weil der, wie hieß er, Bronzi oder so? Der zu Lazio ist, der sah saugeil aus dann so, wenn man ihn ein bisschen mehr gescoutet hat. Lassen wir normal. Wir könnten zwar, wenn wir jetzt hier niedrig machen, das Geld ein bisschen hochtreiben auf 3 Millionen, aber ist nicht so schlimm und wenn ich jetzt hier runterschraube, dann haben sie vielleicht eine schlechte Moral. Das möchte ich eigentlich nicht riskieren. So, und jetzt haben wir unser Spiel gegen Foggia. Die haben sich durchgesetzt gegen Ternana 2-1. Quatsch, sorry, haben sich nicht durchgesetzt, haben sich durchgesetzt gegen Como Calcio und Taranto Sport. Como Calcio haben wir letztes Jahr gehabt, genauso wie Ternana. Also mal schauen, was das so wird. Wow, die haben gegen Feyenoord gespielt. 0-3 haben sie da gespielt. So. Wir werden im 4-3-1 spielen. Und werden, ja, mit der stärksten Elf eigentlich antreten, würde ich sagen. Ballplaying Defender wird Jovanovic sein. Und Dimarco links. Sivkovic darf vorne mal ran. Kur darf ran. Matchpraxis fehlt da noch ein bisschen, aber das wird schon passen. Brugmann, RZM, Izzo hierhin und Fiamozzi rechts. Kvaratskhelia ins Tor. Vorne sie auf die Bank. Und. Huch. Mocinic, ZDM. Und links packen wir dann. Nee, nicht Bentivenia. Ich würde Ciccone gerne als Zehner sehen. Und links vorne. Ja, wen nehmen wir da? Mitrica. Bentivenia. Frediani. Mitrica hat eigentlich die Vorbereitung gut gespielt. Also der hat sich das schon verdient. So. Alle rauf auf die Bank. Suparic darf heute nicht mit. Und dann passt das so, würde ich sagen, oder? Ja. Ciccone ist nicht unbedingt der Sechser schlecht, der Zehner schlechthin. Aber das wird er wohl hinkriegen. Foggia übrigens Drittligaverein, ne? Müsste es sein. Wir brauchen noch eine Rückennummer. Das Pepin braucht noch eine. Die kriegt dann die 42. Oh, dann bin ich mal jetzt gespannt, wie es so läuft. Die Taktik dürften sie noch drin haben. Spielen gegen einen 4-3-3. Da werden wir dann nur die Außen decken. Und nicht den Stürmer. Auch die Außenverteidiger. Und dann soll es jetzt losgehen. So, erstes Pflichtspiel der neuen Saison. Mal schauen, wie es so läuft. Muss natürlich einen Sieg geben, aber das andere wäre sehr, sehr traurig und lächerlich. Das wird schon irgendwie okay, vielleicht auch nicht. Bruno, okay.
Bruno ganz alleine vorm Tor. Jungs, bitte aufmerksam bleiben. Gerade mal 5 Minuten um und dann gleich mal so rumgepennt. Schlechter Ball nach vorne. Ja, das sieht nicht gut aus, wie es da. Wie so ein Hühner hoffentlich nach vorne laufen. Sind anscheinend ein bisschen nicht gut drauf gerade. Momentan 66, okay. 63% Ballbesitz. 90% Passgenauigkeit. Jetzt runter auf 88. Jungs, ne? Kur endlich mal gut. Spielt mal zu Piacelli und Izzo. Halbe Stunde jetzt um. Also, ja, von uns haben wir nichts gesehen. Es ist bisher auch eigentlich nur Ball rumgeschiebe. Kur jetzt vielleicht mal nach vorne. Nimmt da Ciccone mit, der eigentlich eher so auf den Außen beheimatet ist. Zivkovic, unten wäre Platz. Nimmt Brugmann mit. Da ist Mitrica. Schön auf die Marco. Das ist ein guter Ball. Schade. An der Ecke vielleicht, die was bringen könnte. Bisher übrigens klare Torchancen 0 zu 1 für Foggia. Oh, schade. Schade, schade. Habe jetzt übrigens auch gar nicht geschaut, wer uns in der nächsten Runde erwarten könnte. Werden wir gleich mal machen, wenn wir weiterkommen sollten. Was, naja, nicht ganz klar ist anscheinend, wenn wir immer wieder sowas hier zulassen. Interessanter Ball. Statt einfach aufs Tor zu gehen, nochmal hoch. Okay, da geht jetzt durch die Lücke. Holy shit. Holy shit. Okay, da hatten wir jetzt gerade mal richtig, richtig Dusel. Oh. Oh, scheiße. Eieiei. Ei, ei. Also das war eine richtig beschissene erste Halbzeit. Und Foggia ist eigentlich die bessere Mannschaft. Und das kann dann so auch überhaupt nicht sein, wenn wir hier als Erstligist gegen Drittligisten spielen. Selbst wenn wir gerade erst aufgestiegen sind, muss unser Anspruch deutlich souveräner sein. Also bitte, besser spielen, Jungs. Natürlich jetzt so im Gegensatz zum letzten Jahr eine ganz, ganz andere Aufstellung. Ich glaube, mindestens 7 Positionen sind anders als im vergangenen Jahr. Aber so ist es halt normal. Wo ist einer der wenigen, die noch da sind? Mocinic mittlerweile gelb. Auch Di Marco ist da. Lapadula ist ja heute nur auf der Bank. Di Marco auf Mitrica, ebenfalls einer, der noch da ist. Brugmann. Ciccone, unten wäre Platz oder macht es selbst. Und das war ein Foul von Coletti. Und jetzt gibt's 11 Meter. War es noch innerhalb? Aber anscheinend schon, wenn sie sich schon alle so hinstellen. War auf jeden Fall eng, schauen wir mal. Oh, war aber auch wirklich sehr eng, aber es war eigentlich innerhalb vom 16er und deshalb 11 Meter und den macht Di Marco. 12 Abschluss, 12 Elfmeter. Hoffentlich jetzt das Tor. Nach 55 Minuten für Pescara. Sehr nice. 1-0. Unverdient zu diesem Zeitpunkt, weil Foggia die bessere Mannschaft war. Aber nehmen wir gerne mit. Und die Führung dürfte uns, ja, Aufschwung geben, wenn jetzt so oder so Foggia natürlich aufmachen muss. Und sich da vielleicht die eine oder andere Kontergelegenheit für uns bildet. Noch 20 Minuten. Ich werde mal wechseln. Bendy, wenn ihr kommt rein. Für Johan Kur auf der rechten Seite. 10 Minuten noch und eine Chance, aber jetzt kommt erstmal Lapadula rein für Zivkovic. Bendy Vinja auf Ciccone. Vorne wäre Zivkovic, der kriegt den Ball.
Ach, schade. Schöne Idee. Aber leider kein Tor. Lapadula ist jetzt drin für Zivkovic, der jetzt gerade den Ball leider nicht reingemacht hat. Kommt nicht dran da in der Mitte. Da steht keiner. Oben wäre nochmal eine gute Idee eigentlich. Da kommt nichts bei raus. Wechseln und werde. Huch, das wollte ich nicht. Und werde. Eigentlich ein ZM. Und zwar Maximovic reinbringen für Mocinic. Wegen der gelben. Möchte ich mir jetzt nicht leisten. Sonst, wenn jetzt Mocinic nicht gelb gehabt hätte, dann hätte ich Brutmann rausgenommen. Wegen der Kondition. Aber so ist es mir lieber. 3 Minuten Nachspielzeit. Jetzt sollte wenig anbrennen. Wenn ich noch einen Ball schießt. Allerdings. Den gegnerischen Verteidiger ab. Das sind jetzt noch 3, 2, 1 Sekunden. Und das war's. Wir sind also eine Runde weiter. Ziemlich glanzlos mit einem Elfmeter-Tor gegen Drittligisten. Da muss mehr kommen. Jungs, ich meine, schön, dass wir gewonnen haben. Aber gegen stärkere Gegner müssen wir halt wirklich deutlich besser sein. Und tut mir leid, DiMarco, ja, du hast gut gespielt, ich weiß. Mitrica auch, aber es muss einfach besser laufen. Das richtet sich auch eher so an die defensivere Abteilung unserer Mannschaft, aber so, gegen wen kann es jetzt gehen oder gegen wen geht's? Gegen Chievo Verona. Das könnte noch machbar sein. Erste Runde dann. Lazio Rom. Viertelfinale. Puh. Ternana, Latina. Oder ist das Solo? Ne, Quatsch, Udinese. Ist das Solo? War ich unten. Lazio wird natürlich eine riesen Herausforderung, wenn wir so weit kommen sollten. Kriegen 10.000 jetzt dafür, damit wir. Dafür, dass wir diese Runde überstanden haben. Und, ich wollte die Karte tief anschauen, das machen wir jetzt doch schnell. Dann haben wir hier nach Martina und dann Genua, dann geht's dann richtig, richtig los. Campagnaro ist wieder in der Vorbereitung und Napolano hat sich eine Bauchmuskelzerrung zugezogen. Gashi wird uns angeboten. Das ist nicht der, der bei Basel spielt, der so gut war in den im letzten Jahr. Aber können wir trotzdem mal scouten. Also, unsere Squad-Tiefe. Keeper, passt. 2 absolut genug. Rechts haben wir dann Fiamozzi und Calabria, die da spielen werden. Links DiMarco und Gaston Silva. Wenn es wirklich nötig ist, kann Calabria das auch noch spielen oder Jovanovic. Aber wir nehmen jetzt erstmal nur die Spieler, die auch für die Position eingeplant sind. So, hier wird es dann viel. Bis auf Milicevic sind das alles richtige Innenverteidiger. Und das für 2 Positionen. Also 2 brauchen wir da eigentlich, glaube ich, nicht. Also Jovanovic, Ito sind gesetzt. Victorini eigentlich auch, weil er ein großes Talent ist. Und dann hier mal schauen, ob von Asier, Soparic oder Campagnaro noch gehen. Einer muss mindestens gehen eigentlich. Und wenn es gut ist, dann eigentlich 2. Auf der ZDM-Position haben wir dann Mocinic, Milicevic, der momentan verletzt ist. Jovanovic kann das auch, ist aber dafür nicht eingeplant. Brutmann auch nicht dafür eingeplant, genauso wie Maximovic und Pepin. Also 2 ZDMs nur. Und wenn es hart auf hart kommt, muss halt Jovanovic ran oder Brutmann. Vielleicht noch einer aus der Jugend, aber ich glaube, wir müssen uns nicht unbedingt noch einen defensiven Mittelfeldspieler verpflichten. Das wäre, glaube ich, nee, das müssen wir nicht machen. Auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen blauäugig ist, das zu machen. Aber wir haben ja genug Spieler, die aushelfen könnten. ZM, so für 2 Positionen haben wir Maximovic, Brugmann, Memojai und Pepin. 4, also für 2, das sollte passen. Vorne rechts sind, warte mal. Ja, Kur, Bentivenia und Ciccone jetzt erstmal gesetzt. Die da aushelfen sollen. Links Caprari, Frediani und Mitrica. Ciccone kann das auch, soll aber eher so mehr auf rechts gehen. Bentivenia genauso wie Maximovic ebenfalls. 10er. Da wird es dann schon eng, weil das kann keiner so perfekt spielen. Maximovic kann es nicht naturell, genauso wie Frediani, nur Ciccone kann es. Und deshalb werden wir wirklich komplett auf die 3-3 gehen. Und vorne haben wir jetzt Lapadula, Forte und Zivkovic, die da gesetzt sind. Also bis auf den 10er haben wir eigentlich alle Positionen doppelt besetzt, mindestens. Und ich glaube, so von der Kadertiefe geht das locker in Ordnung.
Und ich würde jetzt mal sagen, dass die Vorbereitung abgeschlossen ist. Das waren jetzt unsere Transfers. Wir haben mehr eingenommen als ausgegeben, natürlich dank Zampano und zwar fast allein. Ja, mal schauen, ob er bei Udinese Calcio gut spielen wird oder nicht. Das hier waren unsere Zugänge und das hier unsere Abgänge. Schauen wir mal, wie es so wird. Haben natürlich noch ein bisschen Zeit. Es ist jetzt noch ein halber Monat bis zum Transferende. Also wenn irgendwas noch passiert oder sich irgendwas anbietet, dann können wir das natürlich machen, weil wir haben noch genug Geld, um irgendwo zuzuschlagen. 2,5 Millionen hätten wir noch für einen Transfer, wenn der Spieler 15.000 Gehalt haben möchte. Also ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal so. Es sieht gut aus. An der Taktik muss natürlich noch ein bisschen geschraubt werden. Ansonsten freue ich mich dann in der nächsten Folge auf den CDA-Start, nachdem wir jetzt echt eine lange Vorbereitung hatten, aber wir hatten ja auch einen großen Umbruch. Von daher schauen wir mal, was so in der nächsten Folge passiert. Also bis dahin. Tschö!